Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder andere ausländische Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht. So Luxemburg auf einer Volksversammlung 1913 in Fechenheim. Die Unmenschlichkeit in der Armee bezeichnete sie als endemisch, Drill- und Initiationsriten als Folter. Kriege ziehen sich wie ein blutiger Faden durch die ganze jahrtausendealte Geschichte der Klassengesellschaft. Solange es Privateigentum, Ausbeutung, Reichtum und Armut gibt, sind Kriege unvermeidlich. Und jeder Krieg verbreitet um sich Tod, Pesthauch, Vernichtung und Elend. Das Geschäft gedeiht auf Trümmern. Städte werden zu Schutthaufen, Dörfer zu Friedhöfen, Länder zu Wüsteneien, Bevölkerungen zu Bettlerhaufen, Kirchen zu Pferdeställen. Völkerrecht, Staatsverträge, Bündnisse, heiligste Worte, höchste Autoritäten in Fetzen zerrissen. Jeder souverän von Gottes Gnaden, den Vetter von der Gegenseite als Trottel und wortbrüchigen Wicht. Jeder Diplomat, den Kollegen von der anderen Partei als abgefeimten Schurken. Jede Regierung, die andere als das Verhängnis des eigenen Volkes der allgemeinen Verachtung preisgeben, und Hungertumulte in Venedig, in Lissabon, in Moskau, in Singapur und Pest in Russland und Elend und Verzweiflung überall.
Strapped to my place, but already gone. The light changes, and I remember my place on Earth. Animal. Wait. Moral. Animal. Wait. Moral.